Jeden zweiten Donnerstag im Monat veranstaltet der Münster Vision e.V. die Reihe New Names im Jofa. Am Albersloher Weg gelegen ist das 30 Jahre alte Jofel als Tor zum Haverkamp bekannt für seine musikalische Unterhaltung. Am 16. Februar hatten wir auch das Glück, Steffi Stephan als Begründer und Veranstalter zu treffen. New Names fing schon an vor, ich glaube, fast 25 Jahren. Und zwar damals im Germania-Gelände, als wir das zweite Jofel hatten. Und ich hatte irgendwann das Gefühl, wie kann man jungen Nachwuchsmusikern helfen? Und zwar helfen in einer Form, und zwar mit einer Form von Nachhaltigkeit. Das Ganze steht als erstes Mal für New Names for Tolerance. Dies Toleranz ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, dass das nicht nur verstanden wird, was wir eigentlich unter Toleranz verstehen. Nein, ich meine ganz konkret auch Toleranz gegenüber verschiedenen Musikstilen. Weil ich finde, Musik ist Emotion. Musik ist irgendwie was, Gefühl. Und Gefühl ist nun mal eben nicht so. Grundsätzlich, jede Form von Musik ist daseinsberechtigt, finde ich. Qualität ist ganz wichtig, aber Pluralität in den Geschmäckern ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Aussuchen von Musik, das ist eben halt so, das richtet sich nach den Bewerbungen, die kommen. Einmal nach der Qualität, wir wollen natürlich, wenn es eben geht, die Leute unterstützen, wo wir merken, aha, da ist auch Potenzial da. Gleichzeitig ist es so, dass wir keine Genres bevorzugen. I hope you don't mind. I need you now to listen right here and right now. An dem Abend waren wir live dabei, als unter anderem Impediment dort auftrat. Ich sitze hier mit der Band Impediment aus Steinfurt und wie habt ihr denn überhaupt von New Names hier im Jofel erfahren? Also, wie kommt ihr drauf, euch hier zu bewerben? Also ich bin da drauf gekommen durch die westfälischen Nachrichten und durch ja, irgendwie auch mein Vater, der war hier war und der sagte, ey, guck mal, hier in Münster findet was statt für neue Bands und ja, wollt ihr euch dann nicht einfach mal bewerben? Dann haben wir uns beworben vor einiger Zeit und wurden dann letztens angerufen und dann sind wir irgendwie reingerutscht. Wie gefällt euch das Jofel allgemein hier, der Laden? Also freut ihr euch auf die Bühne und wie findet ihr das so? Also auf jeden Fall. Also die Bühne an sich ist schon mal der Hammer. Also mit dem ganzen Licht und der Verstärker, den ich da habe, das ist ein Traum. Der Traum jedes Bassisten, ne? Ja. Schön, dass das Schlagzeug mal ein bisschen höher steht, dann kann ich auch mal ein bisschen was sehen, weil sonst die meisten Bühnen, wo wir gespielt haben, ist alles immer auf einer Ebene gewesen. Schön, dass ich jetzt auch mal als Zwerg hinter der Schießbude was sehen kann. Don't just now speak of truth. This is not yet the end. Carry me away. Leaves have not yet to date. The distance between has grown easily. I let it happen. Falling away. Books are closed. Curtains fall. Ich finde es schön, dass hier junge Talente gefördert werden und auch diese erste Band hatte ja musikalisch einiges zu bieten. Bisher ganz gut. Also wir waren eigentlich begeistert von der ersten Band. Die fand ich sehr gut. Ich bin ja schon öfter hier gewesen und dementsprechend habe ich schon öfter verschiedene Interpreten gesehen. Man ist immer wieder überrascht auch von denen, was denn hier geboten wird dann auch. Ne? Also erstmal aus der Tageszeitung oder na dann von meinen Bekannten weiß ich auch Bescheid und
auch dadurch, dass ich, weil ich öfter in irgendwelchen Lokalitäten bin, wo Musik gespielt wird. Ja. Also ich bin jetzt heute zum dritten Mal da. Ich kam dazu, weil ich in der Uni ein Seminar dazu hatte über New Names und dann meinte unser Dozent, so, jetzt müssen wir alle hinkommen und ja, seitdem steht das irgendwie bei mir im Kalender. New Names ist ja, glaube ich, jetzt schon die dritte Jahr oder drei Jahre schon und damals, als es angefangen ist, da stand es dann öfter ein paar Mal in der Zeitung und da bin ich ja auch schon mit dabei gewesen, habe mir die angehört. Und anschließend, wenn die Bands dann nach einem Monat hier auftauchen bei Bedarf, wenn sie wollen, werden sie nicht gezwungen, kriegen sie auch praktisch so eine Art von Coaching. Und diese Nummer wird gemeinsam mit den Bands abgehört und dann kriegen die eine Form von konstruktiver Kritik. Nicht so eine Kritik, weil wir sind nicht Peter Bohlen, sondern man sollte die Leute motivieren. Die Leute müssen anschließend sagen, das war eine Kritik, die ist nachvollziehbar und konstruktiv. Okay.